Böckchen. Wir haben, ja, was haben wir Hier ein denn? altes Feriendorf entdeckt. Ja, Könnte man sagen. am See. Genau, am See. Und hier sind viele, naja, Bungalows oder sind das Es Häuser? sieht nach Häusern aus, irgendwie Ferienhäuser. Viele, viele, wo noch was drin ist und wir gucken mal, was wir da so entdecken. Genau. Und viel Spaß dabei. Bis Bis gleich. gleich. So. Wir müssen aufpassen, da drüben ist wirklich was Bewohntes. Aber hier sind viele kleine Bungalows. Leer und naja, nicht mehr so schön, oder? Aussieht. Nee, bis auf diese tolle Tapete und die schönen Vorhänge kann man das jetzt auch so stehen lassen. Ja, da ist nichts drin. Schon beim Vorbeilunschen konnte man ja sehen, dass in den größeren dann eher was drin ist. Das ist halt alles runtergekommen. Kurz ein kleiner Lunscherin. Aber das ist leer. Nee. Alles leer. Und müffelt auch schön. Jalousien zu. Aber ein kleines feines Bad, ne? Kann man ja nicht sagen. Klo ist noch drin. Babyblau. Schöne Farbe. Und das Spiegel ist sogar noch ganz. Ja. Ja, wenn das alles schick ist und sauber ist und instand gesetzt wurde, ist es bestimmt niedlich, aber so, wenn das so der Natur ausgesetzt ist, kannst du das vergessen. Hier ist schon die Lampe eingewachsen. Eins mit dem Busch, Baum, was auch immer. Naja. Gehen wir ins erste Gebäude rein. Das müffelt bestimmt da drin, das rieche ich jetzt schon. Und Spinnenweben lassen grüßen. Boah, es ist dunkel. Hier stehen. Gut. Stinkt, ey. Du meinst zum Flüchten? Okay, zum Flüchten. Tür ist offen. Ja, das waren mal alles irgendwie Zimmer, wa? Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Das ist alles so dunkel und so zugezogen, leer, abartig stinkend. Wie ist die erste Hilfe? Wer weiß, wie alt das schon ist, ey. Achtung, pro was? Plumpe. Zerreißen, Hörer abnehmen, Knopf drücken, wählen. Nur im Notfall zu benutzen. So sieht es da aus. Alles noch aus Aber hier Ostzeiten. ist eigentlich noch so ein Vorraum, ne? Wenn du hier mal aufmachst, kannst du hier mal die Tür aufmachen? Türen auf. Boah. Ach, ein Schuhschrank? Nee. Na, ich bin sogar von der Garderobe irgendwas. Okay. So, nächstes Haus, nächstes Glück. Ach du Scheiße. Da habe ich mich jetzt aber erschrocken. Da steht ein Rollstuhl und die Reflektoren.
Vielleicht war das mal ein Altenheim. Weiß man ja alles nicht. Ja, aber da muss ich mal hin. Boah, denk mal, vielleicht war das ein Altenheim. Vielleicht ist es einfach nur abgestellt. Pappe. Pappe, Pappe, Pappe. Ja, das ist ja heftig. So mitten im Flur. Aber es kann schon was vom Heim haben, weil hier sind so Umzugskartons, stehen Namen drauf. Boah, da ist auch noch ein Egon. Hier ist ein Egon. Toilettenstuhl. Und das hat zugemacht, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Das ist hier alles klein und eng. Und wenn du die Pflegeheime heutzutage guckst, das passt ja alles nicht mehr. Das ist heftig, das ist richtig oldschool. So, wir haben uns mal bewaffnet, weil in diesen moderigen, stinkenden Häusern ist die Luft so abartig. Ja, vor allen Dingen sind da sehr viele Schadstoffe drin. Wir haben Asbest jetzt gefunden und darum haben wir gesagt, schützen wir uns ein bisschen mit diesen Masken. Genau, dazu sind wir da. Wir probieren es mal. Richtig. Und jetzt geht's weiter. Bis gleich. Bis gleich. Wir hoffen, ihr versteht uns trotz dieser Masken. Also hier steht noch einiges drin. Ich glaube, hier ist auch die Küche. Aber die sehen recht leer alle aus. Das ist alles leer. Aber leer, ne? So, hier ist einer. In welchem Jahr? So gerade ein Jahr. Oh, kann ich sehen, doch 97. Aus dem Jahr 97. Kabelbinder. Hier noch D-Mark-Zeiten. 97. Alles 97. Kultur verboten steht da. Ui, cool. Voll die alten Geräte. Das muss mal gewesen, da steht Euro. Komische Geräte. Wasser kochen? Was ist das? Ein Schrein. Das ist ein Faxgerät oder was? Werkzeug. Noch ein Spindel, Monitor. Oh, wofür war das? Magnetisch oder so? Die Akten sind überall. Genau, die sind leer. Ja, hier Büroklammern. Brauchst du welche? Das ist ja überdimensional viel. Alles voller Büroklammern. Schreibtischlampe. Citibank, was ist das für ein Gerät? Kartengerät. Kartenleser? Ich ziehe Karten durch und dann hat. Ach so. Hier ist noch eine Bandreihe von irgendwas. 1920.
Schnauze 24. Die wäre noch eingeschweißt. Wieder falsch. Ich klebe. Olympia, ne? Da Olympia, da sind die. Die haben wir verkraftet. Ringe. Die sind da. Die sind Band gefangen. Ja, nun weiß man nicht, war das halt wirklich mal sowas? Oder war das mal halt wirklich sowas in Altheim? Oder war das einfach jetzt so ein Zwischenlager? Ja. Aus der anderen über die Hygiene in der Küche und Gemeinschaftsverpflegung und in Gaststätten. Dann müssen wir nochmal Klo. Und hier steht nicht weiter rein, und dann brauchen wir ja einen ganzen Anzug dafür. Das ist ein bisschen gerät. Anzug. Ach so. Stimmt, steht ja da. Aufzug. Tragekraft 20 kP. Ich bin keine Einheit kP. Das hier ist ja alles über den Küchenboden hier. Ein Telefon. Ein Telefon. Hier ist nochmal Unterlagen aus dem Jahr 96. Anschreiben und Rückschauen. Ja? Ja. Postmarken. 780. 80 Cent. Pfennig. 90. Pfennig. Ein Einschreiben, ne? Wohlgemerkt. So. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ja, da oben ist noch eine Uhr. Da oben auf dem Schrank. Das Kind ist hier. Kursor war. Alles zu. Ja, der hat ja auch was hier unten, der Sessel. So, guck mal. Ein Kellereingang. Und ich bin nicht aufgeladen werde. Wo bist du? Kannst du mal bitte warten? Hä? Ja, aber hier sind aber Sachen drin, ey. Klar ist das alles schimmelig. Sieht aus wie so ein bisschen Hausmeister. Wie so ein bisschen Hausmeister. Hä? Das war bestimmt der Hausmeister. Ja, das ein kleiner Ofen. Das ist ein kleiner Ofen. Hier geht's, glaube ich, hoch, ne? Hm?
Aber was ein Teller wieder. Ach so, ist ja krass. Ja, schauen wir mal. So, Darth Vader geht jetzt in den Kampf. Ach du Scheiße. Die Tür ist erstmal zu. Ja. Und da ist kein Knauf. Da ist kein Knauf. Nee. Okay. Also als Brillenträger ist es ja noch beschissener. Puh. Da. Hier können wir noch mal gucken gehen. Momento, erstmal. Genau, erstmal Maske aufsetzen. Warte. Sicherheit geht vor. Ihr habt sogar die Sonnenbrille auf, wa? Ja. Los geht's. Der nächste Keller. Zwei Keller. Links und rechts. Die Herr darf vorgehen. Ein schöner Baum in der Mitte gewachsen. Ach, der Aufzug in der Küche vorhin, genau. Der ist aber größer als der andere. Das tut man ja, kann man nicht mehr so nachvollziehen. Hier ist noch ein alter Küchenschrank. Oder ein Schrank allgemein. Bleche. Von der Küche zum Backen. Ganz viele Deckel von großen Töpfen, also wurde wirklich für viele gekocht. Aber leerer Raum. Hier ist noch irgendwie ein Aggregat oder irgendwie so, ne? Irgendeine Maschine. Hydraulik. Ja, gut. Hier ist noch ein Raum. Alles schon rostig, durchgemodert. Nicht mehr viel zu erkennen. Auf und ab. Hier gibt's. Hier ist noch ein Schrank. Und hier gibt es eigentlich viel. Achso, das ist hier vorne der Eingang. Aber da waren wir ja schon gerade drin. Genau, hier ist auch noch ein Keller. Okay. So. Ja, jetzt gucken wir uns nach vorne. Nee. Erstmal befreien. Gleich geht's weiter. Das wartet von diesen langen komischen Gebäuden.
die alle irgendwie... Also wir sind am Rätseln, was es ist. Also könnte ja Altersheim gewesen sein. Das ist sehr gut mit dem Rollstuhl, die ganzen Zimmer und diese große Küche. Und jetzt gucken wir uns noch die Garagen an. Genau. Lassen wir uns mal überraschen. Hier schon Donald Duck, oder? Mhm. Ist das Donald Duck? Ja, Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen. Sieht man in jedem Betrieb. Ja, das ist halt Garage, ne? Und die DDR-Vasen, Lampen, Schirme. Hier auf der anderen Seite sind wir. Ja. Ja. Das sind alte Lampen. Ah, da oben steht was. Gasthaus, Sonnenhof. Okay, dann wissen wir jetzt, was es war. Dann müssen wir mal einen Piep machen. Trinkfix. Kakao halte ich sofort löslich. Mhm. Ja, das ist halt Garage. Dann wissen wir jetzt, was ist ein Maus. Oh, echt? Mhm. Hm, eine Tote oder eine Liebe? Nee, nee, nee. Ist sie immer noch da? Ja. Warte, warte, warte. Hallöchen. Die hat Angst. Mhm. Das arme Ding. Lassen wir mal in Ruhe, ne? Krasse Scheiße. Boah. Naja, wie gesagt, das wird mal ein Altenheim gewesen sein. Mhm. Pflegeheim. Und die haben alle ihre Zimmer gehabt. Und dann ist das Ding nicht mehr gelaufen, weil ich mir da ganz ehrlich, so wie da die Verhältnisse sind mit Platz und Rollstuhl gerecht, die mussten bestimmt schließen. Die Ostpolitik des Vatikan. Naja. Kann aber auch einfach nur sein, dass es jemand hier abgelagert hat, der wusste, das ist hier leer. Wahrscheinlich eher. Aber das Bild ist auch heftig, ne? Hier ist wieder fast mehr. Eine Kunstvolle, ne? Na Mensch. Die will nicht mehr. Hm. Doch, jetzt steht sie. Die ist ein bisschen aufgeräumt dann, ne? Ja, irgendwie sortiert, aber es sieht dann alles sehr komisch aus. Schränke, Haufen Türen, das werden die Türen sein, wo, ne? Die drin gewesen sind. Autoreifen? Oh, große Reifen. Oh ja. Mir sind noch Bilder, Puzzle. Na Mensch. Mhm. Tierpuzzle. Sind sogar in Ordnung die Bilder. Ja. Hier ist noch ein alter Koffer. Schöner alter Koffer. Aber der ist leer. Da ist nichts mehr drin. Hier ist noch eine Flasche. Da ist noch ein Rest drin, aber ich will gar nicht wissen, was. Hier sind Paletten. Die sind echt noch gut, die Paletten. Ja, kann man was draus machen. Apfelsaft. Naja. Hier sind so eine, wie nennt man denn das, wenn man im Schützenverein ist, diese, wo man drauf schießt. T-Gen. Genau, die sind hier. Ah ja, okay. Waschwerk, super, oh, hier ist Spachtel. Ja, na gut, das war's gewesen. Hier ist noch ein Rettungsring. Falls wir mal über Bord gehen. Läuft schon. Alles gut, passt so. So. Ja. Nach unserem. Alles juckt. Ja, das war irgendwie
so, das ist nicht so lustig. Intro, Outro. So. Ja, da sind wir wieder. Wieder, immer noch. Ja. Wir denken, das war ein Altenheim. Ja. Aber muss schon viele, viele Jahrzehnte leer sein, denn so wie das da drin modert und wie der Stand der sanitären Anlagen dort drin zu besuchen ist, ist das alles schon sehr, sehr lange alt und sehr, sehr, sehr lange her. Ja. Ein Tipp an euch, wenn ihr in so ein Gebäude reingeht, im Baumarkt für ein paar Euro ein paar so Masken holen, da ist so viel Asbest drin im Dreck, dass man dann danach so rumliegen sieht. Merkt man in dem Moment nicht, ne? Nee, man merkt sich, aber auf Dauer ist es nicht so gesund. Nee. Ja, wir verabschieden uns und hoffen, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss, Löckchen und Böckchen. Habe die Ehre.